Kaum zu glauben, aber dies ist eine Darbietung für die Toten. Im Norden von Taiwan wird auch auf diese Weise der Verstorbenen gedacht. Die Lebenden lassen es auf einem Volksfest noch einmal so richtig krachen. Der Volksglaube in Taiwan ist eine Mischung aus spirituellem und sehr irdischem. Neonlicht gehört einfach dazu. Die Fassade eines Tempels. Außerdem laute Musik und noch lauteres Feuerwerk. Und junge Frauen. Sie sollen nämlich die Geister und die Götter besänftigen. Als Bühne dienen sogenannte Blumentrucks. Wie bei einer Techno-Parade in Europa sind die Wagen ausgestattet mit einer Lichtshow und Lautsprechern. Für Tote aufzutreten sei genauso wie für Lebende, versichert eine Tänzerin. Schon zu Lebzeiten hätten die Verstorbenen Musik gemocht. Sich ganz auszuziehen ist inzwischen in Taiwan verboten. Teils Striptease gibt es aber immer wieder. Vor Männern, Frauen und Kindern. Und was springt für die Tänzerin dabei heraus? Eine Gage? Die Hoffnung auf ein gutes Karma? Und das eine oder andere Trinkgeld. Dafür geizen sie dann auch nicht mit ihren Reizen.